Ja, hallo, herzlich willkommen. Wolfgang Back ist wieder zu Gast. Herzlich willkommen, Wolfgang. Und wir haben hier hinten auf dem Bildschirm noch einen Gast aus dem fernen Rheintal, aus Eltville. Das, der Herr Sauer. So fern ist das gar nicht. Eigentlich, so gehört noch mit zu meiner Heimat. Nicht weit weg von der Lorelei. Gut. Was ist denn das grüne Teil, das wir hier gesehen haben? Das muss ich mitbringen. Das habe ich gefunden in den Tiefen meines Kellers. Und das ist ein Virus. Das sieht man ja. Und wenn du den Virus in der Nähe eines Computers laufen lässt, dann brauchst du keinen Virenscanner mehr. Dann mach den mal schnell aus, dann sind wir sonst vom Leben hier abgeschieden. Okay, was es alles so in meinen Tiefen des Kellers so gibt, ich könnte noch viel mitbringen davon. Vielleicht tue ich das auch irgendwann nochmal. Okay. Aber nicht dein grüner Virus ist das Thema, sondern das, was der Herr Sauer uns erzählen kann. Und zwar, Ihre Firma hat was gebaut, die Firma Comedio. Ein Trutzbox. Keine Trutzburg. Trutzburg wäre. Erstmal herzlich willkommen. Ja. Trutzburg wäre auch klasse, ne? Wenn man das hätte. Ja gut, Sie blenden dann die Werbung direkt mit ein. Also ich muss sagen, die Trutzbox als Sicherheitstool, da werden wir noch ganz viel drüber erzählen. Da haben wir übrigens schon mal im Computer Club 2 schon zweimal drüber erzählt. Einmal ganz am Anfang von der Trutzbox und jetzt zum dritten Mal, weil man kann ja gar nicht genug erzählen davon, denn eines wie Viren gibt ja noch was. Es gibt ja auch noch hellhörige Menschen, die bei Microsoft sitzen. Wir machen hier gerade jetzt hier Skype. Nein, wir machen eben kein Skype. Das ist kein Skype jetzt. Nein. Ist das jetzt das neue Videosignal? Denn das ist das. Aha, aha. So wollte ich an sich anfangen. Gut. Das Video, das wir jetzt hier machen, also wir machen ja hier eine Videokonferenz, die wird gesteuert über eine Trutzbox. Die ist nicht von Skype abhängig oder sonst was. Wir haben, Hardwareaufbau hier ist ganz einfach. Ja. Wir haben hier ein Notebook, da ist die kleine Kamera drin, damit der Sauer auch was sieht. Sieht zwar nur unsere Nasen, aber das ist egal. Dann habt ihr ja gestern gebastelt, ohne dass ich das mitgekriegt habe. Denn gestern ist geheim. Ist geheim, ja. Und das, was wir auf dem Bildschirm sehen, also das, was von Herrn Sauer rüberkommt, das kommt über die Trutzbox. Das ist also der Videodialog wird nicht über die üblichen Kanäle, Hangouts oder Skype gemacht, sondern über eine Trutzbox, die, ja, Herr Sauer, wo hängt? In Eltville. Und die beiden USB-Buchsen, die ich da rechts sehe bei mir hier, was kommt da dran? Es gibt die Möglichkeit, die auch noch mit WLAN zu unterweiten. Und wir haben das mal über WLAN mit ausgegeben. Mittlerweile haben wir allerdings ein Modul, das eingebaut wird, was mit Internet ist. Aber man kann trotzdem, wenn man sich ausgehend technisch, wird trotzdem weiter benutzen, über eine Platte da liegen, zum Beispiel bei der Fernreise. Aber jetzt mal ganz vereinfacht: Das ist einmal Netzwerk rein. Und zweimal Netzwerk raus. Das ist jetzt keine hochtechnische Erklärung, sondern eine einfach Funktionalität. Ja. Das heißt, da wo Netzwerk rein ist, da kommt dann das, was aus dem Hausrouter kommt. Also das, was der Provider anliefert, kommt da rein. Und was bei LAN 1 und 2 rauskommt, da kommen dann das Hausnetzwerk ran. Ja. So. Herr Sauer, das, was wir in der ersten Sendung gemacht haben, wo ich noch dabei war, da ging es mir vor allem darum, dass man ja nicht unbedingt allen erzählen muss, was man so macht, sondern man will ja gar nicht, dass andere mithören, doch andere versuchen immer mitzuhören. Die setzen Tracker drauf und die gucken nach. Die setzen Tracker, die mein Gerät außer Betrieb setzen, wenn ich sage, nein, das will ich nicht, ich will diesen Tracker nicht. Dann kriege ich auch nichts irgendwo. Ja. Das war ja eigentlich die erste Idee, sich abzuschotten, auch zu verschlüsseln von A nach B, also von dem einen Freund zum anderen Freund, damit nicht jeder das mithören muss und daraus vielleicht sogar Konsequenzen zieht.
Und jetzt ist das Video, wie ich jetzt ganz erstaunt bin, weil wir haben zuerst mal Versuche gemeinsam gemacht, da war es nicht so gut und nicht so schön. Jetzt ist das Video Bestandteil einer jeden Drutzbox. Ja. Also was wir jetzt gemacht haben, Sie haben uns eine Adresse gegeben, einen Link ins Netz und der Link weist auf die Trutzbox und mit dem Browser, ganz einfach mit dem Browser, ohne eine Software zu installieren, haben wir uns mit diesem Link verbunden und die Trutzbox liefert uns jetzt Ihr Bild hierhin und das, was Sie von uns sehen, das bisschen dann wieder zurück zu Ihnen. Da werden wir wahrscheinlich staunen, was wir alles zu sehen bekommen, oder? Der hat sich da alles übrigens selbst ohne zu fragen einschaltet dabei. Ja, wollen Sie uns mal die Drecker zeigen? Ja, in dem Fall sind wir jetzt ja sicher. Wir haben eine Point-to-Point-Verbindung und keinen Skype. Aber wir haben noch eine andere Verbindung aufgebaut. Das andere ist, wenn wir jetzt auf eine Webseite gehen, das können Sie aber besser erklären, dass diese Spione, die uns über den Browser tagtäglich überwachen. Wie viele Leute trauen Sie sich zu? Wie viele Leute trauen Sie sich zu gleichzeitig? Es gibt erstmal keine Begrenzung. Die einzige Begrenzung, die natürlich in der Realität trotzdem da ist, ist vor allem die Netzwerkverbindung. Also wir brauchen pro Teilnehmer sind etwa 60 Kilo mit über Ton. Und sobald man den Bildschirm einschaltet, also Videokamera oder wenn man auch den Screen schweren, braucht man natürlich erheblich mehr Durchsatz. Dann kann das bis auf 1-2 Megabit hochgehen, je nachdem, wie gut die Qualität ist der Kamera und die Netzwerkverbindung. Bei 40 Mann ist aber dann sehr viel Disziplin erforderlich. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Wir haben das die Tage mal getestet und da hatten Sie eine Funktion drin, immer der sprach, der wurde groß. Und wenn Sie das bei 30 Mann haben, bei einer Diskussion, dann kriegt man ein schönes Bildschirm Happening. Durcheinander oder was? Genau. Wer ist der Größte? Das hat aber doch schon ganz gut, er hat auch ganz gut schon gemerkt, wenn ich gesprochen habe, hatte ich so ein kleines blaues Zeichen da drin. Wenn du gesprochen hast, war das blaue Zeichen bei dir und das Bild hat sich umgeschaltet. Ja. Ging schon ganz schön automatisch, aber natürlich muss man sowas entwickeln und muss immer dabei bleiben. Aber ich unterbreche jetzt einfach mal das Videokonferenzthema. Das ist ja nicht die Hauptfunktionalität der Trutzbox, sondern die stellt man sich ja zu Hause hin, damit man vor den Bösen. Vor dem Bösen, vor Angriffen kann man nicht sagen, sondern vor dem Datenabsaugen geschützt wird. Ja, vieles geht ja auch dann in die Werbung nachher hinein. Man guckt, was ich da so gucke, will man wissen, da kann man schöne, spezielle Werbung für mich zurecht machen, was ich vielleicht gar nicht will. Also du kriegst sicherlich, wenn wir auf die gleiche Seite gehen, eine andere Werbung als ich. Ja, jetzt wollen wir mal so was sehen, so ein paar Trecker. Was läuft denn da eigentlich so alles da in der Welt herum? Also wenn wir auf meine Webseite gehen, haben wir keinen Tracker. Ich habe keinen Tracker mitlaufen. Ach so. Ja, dann müssen wir jetzt mal woanders hingehen. Ja,
wir können ja mal gucken, nehmen wir doch irgendeine berühmte Webseite. Google. Amazon, Google, Google, Amazon, das sind ja die... Ja, das ist interessant. Im Moment haben wir nur einen schwarzen Bildschirm. Jetzt sehen wir Sie wieder. Herzlich willkommen. Jetzt sehen wir Ihren Bildschirm. Ja. Also das war, denn wenn man das nicht richtig bedient, passiert sowas. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Wenn Google doch einen Tracker hat. Genau, der Google ist so groß, dass es selbst trackt. Ja, aber das, dann müsst ihr ja zeigen, oder ist die ganze Seite nichts anderes als ein Tracker? Ich zeige das mal, wo es drin gibt, dann kann man sehen, wie die Tracker in einem Topf funktionieren. Also, das ist jetzt bei mir die Grundzeitung aus Österreich. Und man sieht jetzt hier oben steht eine 22. Ui. Wenn ich da draufklicke, dann kriege ich hier so ein Grundherr-Menü. Und da kann ich hier mit Details, der Fachmann kann sich anschauen, was denn Seite für Ach, du liebe Zeit. Genau, das sind insgesamt 64 weitere HTTP-Zugriffe, die mit der alten Seite beide noch aufrufen wollten, also 64 Serverzugriffe. Also Sie haben, was Sie gemacht haben, nur über Google die Kronenzeitung aufgerufen, mehr nicht. Ich habe einfach nur die Kronenzeitung aufgerufen, genau. Und dann sind 64 HTTP-Zugriffe an der Stadt. Und was wollen die alles wissen? Wer leidet jetzt darunter, dass er jetzt rot ist? Der Sammler. Der Sammler, weil der wird jetzt gerade integriert, genau. Ja. Und alle, die da hinten anhängen, kein Sammler ist allein, sondern die sind alle verbunden, natürlich mit anderen und tauschen gleich ihre Daten aus. Also ich sag mal, diese insgesamt 81.000 Firmen, die es mittlerweile gibt, die im gesamten Moment, nochmal zum Mitschreiben. 81.000 Firmen? Das sind jetzt 81.000 Firmen mittlerweile, die in dem gesamten Umfeld teilnehmen, weil sie diese Geld verdienen. Und das ist ja noch legal, was die machen. Na, ich sag mal so, es ist kein Weg, es ist kein Richter. Es ist ziemlich schwierig, da ranzukommen, weil die Firmen sagen natürlich, das, was wir jetzt sprechen, ist alles anonym. Und wenn die anonym sagen, dann sagen sie, ich kann ja jetzt nicht den Namen sicherlich jetzt hier, dass der Herr Sauer davor sitzt. Das gibt natürlich auch bei den Namen, kommen sie in der Regel nicht so einfach dran. Es gibt aber Ausnahmen, da kommen sie dran. Aber aufgrund der vielen Datenverbindungen, die man mit den Daten, die wir zusammen sammeln kann und verbinden kann, kann man auch die Anonymität aufnehmen. Das heißt aber doch, also erstmal ist es klar, wenn Sie JavaScript platzieren können, erzählt ja der Browser fast alles über Sie. Das, wer ein bisschen HTML kann, der weiß, dass man da aus dem Browser sehr viele Informationen rauslesen kann, inklusive Betriebssystem, Auflösung, IP-Adressen und sowas alles. Auf der anderen Seite heißt das ja, wenn ich das hier so sehe, dass Sie in der Trotzbox die HTML-Seite erstmal auseinandernehmen, analysieren, die Tracker rausnehmen oder blockieren und dann die HTML-Seite wieder zusammensetzen und die auf den Bildschirm bringen. Sachen, die werden schon in dem HTTP selbst übertragen. Und nicht unbedingt
Herr Sauber, ich überlege mir gerade, wenn jetzt jeder Rechner eine Drutzbox drin hätte und jeder Rechner das so verbieten könnte, wie wir das hier sehen, wie würde dann das Internet aussehen? Oder anders? Vielleicht sollten Sie mal wieder auf die Kamera umschalten, damit wir Sie wieder sehen. Also Sie analysieren das HTML und das, was zurückgeantwortet werden soll, in dem Fall, wenn Sie eine Firma erkennen, dann das wird dann rausgefiltert. Also nur, das ist der Rückweg, der rausgefiltert wird. Aber man muss jetzt eins sagen, Ihre Trutzbox ist kein Virenscanner. Also wenn es einer schafft, ein Virus vorbeizubringen, den werden Sie nicht abfangen. Oder haben Sie da auch eine Signatur drin laufen? Das war das, wo ich Sie zu verleiten wollte. Also man ist nicht nur durch die Trutzbox absolut geschützt. Also Firewall sollte man immer anlassen und man sollte auch einen gescheiten Virenscanner installieren. Denn was Ihre primäre Aufgabe ist es, die Anonymität im Internet zu bewahren für den User. Aber wie ich es verstanden habe, Herr Sauer, ist es doch so, dass zum Beispiel Google auch irgendwelche Drecker aufsetzt. Und wenn Sie jetzt kommen mit der Drutzbox und sagen, nix hier mit dir, sodass ich dann die Funktion selbst auf meinem Smartphone dann auch nicht nutzen kann, sagen wir mal GPS-Daten oder so irgendwas, wenn ich das verbiete. Ja? Jetzt, ja. Moment, man muss sagen, das läuft ja an sich andersrum. Die Betreiber geben ihre Seiten frei und die Werbetreibenden, die setzen dann an sich ja die Tracker da drauf. Denn die Kronenzeitung selber hat vielleicht auch einen für sich drauflaufen, aber primär sind doch die Werbetreibenden daran interessiert. Oder eben der Werbetreibende. Denn wenn der eine HTML-Anzeige
wie auch immer da reinsetzt in die Seite, dann wird der, dann bringt der wahrscheinlich einen Tracker mit. Kann man denn diese Daten da, wenn ich mir vorstelle, dass da ja Milliarden Daten da zusammenkommen, überhaupt noch per Auge und per Mensch überhaupt noch nutzen, oder muss man da wieder die Computer einsetzen, die das zusammenführen? Das geht alles in Echtzeit per Computer. Also die Firmen, die hier ihre Daten absaugen, das funktioniert so, dass wenn das ein Werbeanbieter ist, dann wird im Prinzip in Echtzeit dieser Werbeplatz, der gerade eben durch das Anzeigen dieser Webseite hier steht, in der Regelzeit eben Internet versteigert. Das heißt, das geht für mehrere Anbieter erstmal bis zu einem Anbieter, der eben sagt, ich möchte genau für dieses Profil für 10 Sekunden meine Werbung schalten. Und dann sehen wir das gesteigert und die sind auch bezahlt. Heinz, sollen wir nicht auch so eine Firma aufmachen? So eine Drecker, also ich muss also aufpassen, mit dem Eltwiller hier. Nicht, dass er meint, dass wir einen Traktor meinen, wenn wir Drecker sagen. Ach, du meinst, weil wir hier ländlich sind? Ja. Unser Schneeräum, das ist auch ein Trecker. Sollen wir nicht auch so eine Firma aufmachen, die die Trecker da rausholt und damit viel Geld verdienen? Ach, wir kennen aber doch einen, der das ganz professionell macht, der Herr Sauer mit seinen Kollegen. Aber der macht's ja selbst nicht, glaube ich, ne, Herr Sauer, oder sind Sie auch so? Also das wird alles zum Auto auf der Xbox, ja. Die kriegt dann gar nichts davon mit, das ja. Jetzt müssen wir auch noch was über die Trutzbox, ich will immer Trutzburg sagen, die Trutzbox sagen. Die gibt es ja nicht umsonst, sondern die gibt es also Hardware, kostet so und so viel. Und 319 ist der Endpreis, wenn ein Jahr Service mit dabei ist. Ich kann damit aber meine ganzen E-Mails verschlüsseln, wenn ein anderer auch diese Trutzbox hat, oder? Wer muss denn so etwas haben? Wer ist denn davon abhängig, dass man ihn nicht ausspionieren kann? Sind das Werbetreibende oder? Also wenn man vertrauliche Daten austauschen will, sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, das Ganze den Leuten so klar zu machen. Wenn ich so manchmal rede mit Leuten, die sagen, ja, was habe ich dann davon, wenn ich da wissen, wer mich da abhört? Interessiert mich doch nicht, ich habe da nichts zu verbergen. Das war schon vor 20 Jahren so, das ist heute noch so. Ich kenne das, ja. Die Facebooker, die WhatsApper, die sagen, ja, was habe ich schon damit zu tun? Ich habe ja nichts zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen, ja. Bis es irgendwann mal rappelt. Richtig rappelt, wenn nämlich die Daten in falsche Hände kommen, wenn irgend so ein Datensammler gehackt wird. Ja. Und dann sind die Kontodaten plötzlich dann offen. Wie war der Yahoo-Hack jetzt? Wie viele Millionen waren es? Wie war es bei der Telekom, die 900.000 da, die durch ein Ausschalten da wieder zurück zur Welt kommen soll? Man kann an sich nicht vorsichtig genug sein. Und die Trutzbox ist sicherlich ein richtig tolles Device. Und da steht ja dann, die vierte Ausgabe steht hier irgendwann bevor, haben wir eben gehört. Ja. Wenn das eingebaut ist, dass ich nicht selbst eine Trutzbox
Box ja. brauche. Wann ist das soweit? Was genau jetzt? Die Mail-Funktion. PGP-Mail. Mail-Funktion, dass ich nicht selbst eine Trutzbox haben muss. Ich schätze mal, wenigstens zwei, drei Wochen, wenn wir das mit Und das ist dann der Servicepreis, den ich dann mitbezahle. Genau, diese Updates. Also Sie bieten neben der Hardware dann eben einen kontinuierlichen Service an, dass immer, wenn Ihnen ein neuer, ich hätte fast gesagt Verbrecher, wenn Ihnen ein neuer Datensammler auffällt, dann wird der integriert und es gibt ein Update. Das wird dann automatisch aufgespielt, weil Sie wissen, wo Ihre Trutzboxen stehen. Die Trutzboxen wollen sich das ab. Okay. Ja, Herr Sauer, ganz herzlichen Dank. Nochmal müssen wir sagen, comedio.de ist, glaube ich, der erste Weg. Das sieht man bei dem Kommentartext. Wir geben die Adresse gerne weiter. Wir halten Ihre Adresse nicht geheim, Ihre Webadresse. Ja. Herr Sauer, ganz herzlichen Dank. Es war sehr informativ. Wolfgang, gut, wir sind durch für heute. Ja. Wir können Dankeschön sagen. Vielleicht solltest du denn zum Abschied nochmal deine spezielle Virenabwehr anmachen. Ja, genau. Wir sagen herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Und auf Wiedersehen bald hier auf heinzschmitz.org. Und jetzt lauf. Ja, guck mal, wie der die Frist.